Willkommen bei Doodle. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit Doodle einen Termin finden können. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Gehen Sie zur Internetseite doodle.com. Ich würde dort ein Konto erstellen und mich nachher einloggen. Das lasse ich nun aber weg und gehe sofort auf Doodle Umfrage erstellen. Geben Sie hier zuerst einen passenden Titel ein. Den Ort kann ich nachher noch einfügen oder eben offen lassen und eine Notiz, die darf natürlich nicht fehlen, worum geht es überhaupt, und fortfahren. Der nächste Schritt ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich tippe hier alle Tage ein, an denen dieser Termin stattfinden könnte. Also hier zum Beispiel der 5., der 17., der 27. oder dann noch im nächsten Monat der 14., der 23. und der 29. Und erst jetzt kann man Uhrzeiten hinzufügen. Also klicke ich auf Uhrzeiten hinzufügen. Was ich hier ausfülle, gilt für sämtliche Termine, also für alle Daten. Wenn ich jetzt eine Startzeit eingebe von 8 bis 9 und vielleicht noch am Nachmittag von 14 Uhr bis 15 Uhr, dann gelten diese Zeiten für alle Tage. Wenn ich aber für diese verschiedenen Tage verschiedene Zeiten möchte, klicke ich auf diesen Link hier und sage nun am 5. Juli. Welche Zeiten gelten hier? Ich kann hier dazufügen oder diese, die ich vorhin erstellt habe, wieder entfernen. Und so habe ich jeden Tag präzise im Griff. Ich fahre fort, schreibe noch meinen Namen hin und nicht vergessen, das braucht es. Es braucht noch eine Mailadresse und fertig. Was ist nun passiert? Ich sehe hier diesen Link. Diesen Link schicke ich allen Personen, die ich einladen will. Und ich habe ein Mail erhalten mit einem Administrator-Link darin. Mit dem Administrator-Link komme ich immer wieder zu dieser Maske hier und kann meine Termine wieder bearbeiten. Oder den Text bearbeiten, oder einen Termin entfernen, oder noch einen dazufügen. Achtung, wenn man im Nachhinein einen dazufügt, dann müssten alle Leute wieder informiert werden, dass da etwas geändert wurde. Dann müssen nämlich alle nochmals teilnehmen. Das war's.